Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 32, Antrag der Fraktion der SPD betreffend Investitionsstau in Hessen, Drucksache 19/3566. Aus 19 vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Und als Erstes hat das Wort Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion. Guten Morgen, Frau Präsidentin. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Angemessene Investitionen des Landes sind notwendig, um den Wirtschaftsstandort attraktiv zu gestalten und zu Wachstum sowie Beschäftigung zu fördern. Die Investitionsausgaben sollten daher nicht gesenkt, sondern nachhaltig erhöht werden. Die Investitionen sollten rechtzeitig und perspektivisch erfolgen, um eine Kostenoptimierung zu erreichen. Insbesondere zur Instandhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, Straßen- und Brückenbau sind zusätzliche Investitionen erforderlich. Meine Damen und Herren, das sagt gar nicht die SPD. Das sagt auch gar nicht ich. Meine Damen und Herren, das ist ein Zitat aus der Halbzeitbilanz zur Landesregierung der Hessischen Industrie- und Handelskammern, meine Damen und Herren. Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass die SPD klatscht. Und Sie fühlen sich doch immer Vertreter der Wirtschaft und Sie an dieser Stelle so schweigen, wenn es dazu zu einer ganz nüchternen Halbzeitbilanz der Wirtschaft über diese Landesregierung kommt. Die Investitionsausgaben des Landes lagen im Jahr 2015 bei rund 1,9 Milliarden €. Dieser Sollwert lag damit um rund 7% unter dem Ist-Wert des Jahres 2010 und zeigt die rückläufige Tendenz. Die Investitionen des Landes sind insbesondere in die Erhaltung und Qualitätssicherung der Infrastruktur grundsätzlich zu gering. Auch das ist nicht von uns. Auch das stammt von den IHKs in ihrer Zwischenbilanz, in ihrer Halbzeitbilanz. Meine Damen und Herren, die VAU verweist auf ihrer Internetseite zur Halbzeitbilanz auf eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Institut der Deutschen Wirtschaft. Also auch da nichts, was den Sozialdemokraten grundsätzlich sehr nahe steht, sondern eher der Seite des Hauses, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was dort festgestellt wird? Da werden die Investitionsquoten, die öffentlichen Investitionsquoten der Bundesländer im Vergleich dargestellt. Und was denkt man, wo ein so wirtschaftsstarkes Land wie Hessen bei dem Vergleich der Bundesländer bei öffentlichen Investitionen liegt? Erster Platz? Zweiter Platz? Dritter Platz, Herr Arnold? Herr Ministerpräsident, wissen Sie, wo Hessen liegt bei den öffentlichen Investitionen im Ländervergleich? Ja, ich kann Ihnen helfen. Hessen ist nicht Erster, Hessen ist nicht Zweiter, Hessen ist nicht Dritter, Hessen ist nicht Siebter, Hessen ist nicht Zehnter. Meine Damen und Herren, Hessen ist Drittletzter. Nur das Saarland und Berlin sind schlechter bei den öffentlichen Investitionen, meine Damen und Herren. Und an was liegt das? An was liegt das, Herr Ministerpräsident, Herr Minister Schäfer? An was liegt das? Herr Pentz fehlt mir. Herr Pentz fehlt mir. Der würde jetzt dazwischen rufen. Es liegt natürlich am Länderfinanzausgleich. So, meine Damen und Herren, nein, es liegt eben nicht am Länderfinanzausgleich. Ich verweise mir in den 90er Jahren, als Rot-Grün in Hessen regiert hat, als wir prozentual sogar höhere Anteil am Länderfinanzausgleich hatten, an unseren Einnahmen abgeben mussten, war Hessen deutlich weiter vorne, deutlich weiter vorne, auch in diesem Bereich unter den ersten vier Ländern, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, wer an Stelle 2 und 3 liegt?
nämlich Länder, Baden-Württemberg und Bayern, die noch viel mehr Summen in den Länderfinanzausgleich hineinzahlen, meine Damen und Herren. Also die Ausrede Länderfinanzausgleich führt dazu, dass in Hessen wir nicht ausreichende Mittel für öffentliche Investitionen haben, ist eine miese Ausrede. Die Tatsache ist, es fehlt an der richtigen politischen Schwerpunktsetzung, meine Damen und Herren. Hessen hat infolge einer verfehlten Politik tatsächlich einen ganz erheblichen Rückstand bei den öffentlichen Investitionen. Das beklagen zu Recht Industrie und Handwerk, es beklagen zu Recht die Handwerkskammern, und es beklagt zu Recht auch keine sozialdemokratische Nebenorganisation, die VAU, meine Damen und Herren. Und die Folgen dieser niedrigen Investitionsquoten, historisch niedrigen Investitionsquoten, wir haben Investitionsquoten bei den Kommunen, die nominal auf dem Stand Mitte der 90er Jahre lagen. Nominal auf dem Stand Mitte der 90er Jahre lagen. Und die Folgen davon sind natürlich überall sichtbar. Marode Landes- und Kommunalstraßen, kaputte Brücken, Wohnungsmangel, unzureichende Breitbandversorgung, insbesondere im ländlichen Raum, und der Verfall von öffentlichen Einrichtungen, insbesondere bei finanzschwachen Kommunen. Das ist eine nüchterne Feststellung, meine Damen und Herren. Und so verspielt Schwarz-Grün in Hessen die Zukunft. Und es ist eine bittere Erkenntnis, dass Hessen eigentlich nur noch von der Substanz lebt. So hat die Landesregierung in ihrer Bilanz, der Finanzminister lobt sich ja immer selbst, dass so eine tolle Bilanz für das Land Hessen vorgelegt wird, und insbesondere, dass diese Bilanz hier abbildet den Werteverzehr. Aber ich frage Sie, Herr Finanzminister Dr. Schäfer, da bilden Sie ab in Ihrer Bilanz im letzten Jahr, dass der Werteverzehr bei den Landesstraßen 170 Millionen € beträgt. So eine Bilanz macht doch eigentlich nur Sinn, wenn man daraus Schlussfolgerungen zieht. Wenn aber nur 90 Millionen € jährlich investiert wird, dann ist doch der Werteverzehr offensichtlich. Wir bezahlen, wir finanzieren praktisch nur die Hälfte des Werteverzehrs. Die Situation ist doch überall sichtbar. Kaputte Brücken, kaputte Straßen, Schlaglöcher überall. Deswegen stellt doch zu Recht auch die Wirtschaft fest, dass die Unternehmer zu 72 oder 75% darüber klagen, dass ihr größtes Problem in der Tat sei, dass es in Hessen zu Staus kommt, dass sie nicht mehr zuverlässig liefern können. Also ein echter Wirtschaftsnachteil, meine Damen und Herren, für das Land Hessen. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt. Hessen war ja beim Wirtschaftswachstum immer eigentlich unter den ersten drei, zumindest als Sozialdemokraten regiert haben. Aber Zeit, ja, das ist nachweisbar. Dr. Arnold, machen wir Faktencheck. Dr. Arnold, machen wir Faktencheck. Würde ich vorschlagen. Wir machen Faktencheck. Als Sozialdemokraten regiert hat immer ersten drei. Unter dem Superstar-Koch gibt es immer weiter nach unten. Und möglicherweise hat das auch damit etwas zu tun, dass die öffentliche Investitionen in Hessen so weit nach unten gefahren worden sind. Ja, das ist ein echter Wirtschaftsnachteil für Hessen geworden. Und das sehen Sie auch ganz nüchtern dann in der Abbildung der Zunahme. Meine Damen und Herren, ich zitiere aus der gemeinsamen Pressekonferenz der Hessischen Industrie- und Handelskammern und des Hessischen Handwerktags, wenn Sie mir nicht glauben wollen. Aber ich zitiere heraus. Die Landesregierung hat ein Landesstraßenbauprogramm mit 540 einzelnen Projekten vorgelegt, das damit aber nur ein Viertel der insgesamt nötigen Maßnahmen abbildet. Herr Dr. Arnold ruft, es ist ein gutes Programm. Wenn man sich mit einem Viertel zufrieden geht, beim Ministerpräsident gestern in der Rede bei Fraport mit 50%, das sind Ihre Maßstäbe, ein Viertel oder 50%. Das ist nicht unser Maßstab, meine Damen und Herren. Für Sie ist nicht einmal Durchschnitt noch ein Orientierungspunkt, meine Damen und Herren. Die VAU sagt, in der Verkehrspolitik solle die Landesregierung die Investitionen in den Landesstraßenbau schrittweise auf 150 Millionen € aufstocken, um zumindest den Erhalt zu sichern. Zusätzlich müssten die Planungsmittel erhöht werden, damit alle Investitionsmittel auch verbaut werden können. Das ist eine richtige Anmerkung. Wir haben nämlich ein weiteres zentrales Problem in Hessen.
Neben der Frage, die Mittel, die völlig unzureichend sind für den Straßenbau und übrigens aber auch für den ÖPNV, den öffentlichen Personennahverkehr, haben wir das Problem, ich weiß nicht, wo der Wirtschaftsminister heute ist bei so einer wichtigen Debatte. Okay. Minister Al-Wazir. Wir haben ein zentrales Problem bei der Frage nicht nur der Mittel. Wir haben auch das Problem, dass die Ladungskapazitäten bei Hessen Mobil nicht mehr vorhanden sind. Das hat etwas mit Beschäftigungsabbau in diesem Bereich zu tun. Und man kann sich kaputt sparen, indem man Investitionsmittel zurückführt. Man kann sich aber auch sozusagen damit kaputt machen, dass man notwendige Mittel für Personal bei Planungen herabsetzt und reduziert. Auch damit, wir haben es sozusagen mit beiden Problemen in Hessen zu tun. Auch das ist kein toller Befund, meine Damen und Herren. Und auch da sollte schnellstmöglich eine Korrektur erfolgen. Kollege Schmidt, Sie müssen zum Schluss kommen. Jawohl, ich fasse deswegen kurz zusammen. Notwendig ist ein hartes Umsteuern. Wir verlangen überhaupt nichts mehr Unmögliches, sondern wir verlangen eigentlich Selbstverständliches, nämlich dass das Land nicht auf Verschleiß gefahren wird, sondern dass für die Zukunftsinvestitionen des Landes Hessen nur der Durchschnitt der übrigen Länder, der übrigen Flächenländer bereitgestellt wird. Mehr als Durchschnitt verlangen wir schon gar nicht mehr von Schwarz-Grün. Selbst das wäre ein Fortschritt, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Dr. Arnold, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die SPD-Fraktion und vor allen Dingen auch Ihr Finanzsprecher Norbert Schmidt versucht mit diesem Setzpunkt Investitionsstau in Hessen ein Bild zu stellen, das mit der Realität in Hessen absolut nichts zu tun hat, Herr Kollege. Die hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und Grünen haben in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Investitionen getätigt. Ich werde sie Ihnen gleich nennen, Schwerpunkte gesetzt, die in den verschiedenen Bereichen Bildung, Hochschule, Wirtschaft, Verkehr, Breitband, Wohnungsbau eine Menge an Impulsen setzt, sodass ich das, was Sie hier vorgetragen haben, entschieden ablehne. Und was mir vor allen Dingen, Herr Kollege Schmidt, bei dem Antrag der SPD aufgefallen ist, sind zwei Punkte. Der erste Punkt ist, Sie erheben eine Menge an Forderungen. Gestern ist, glaube ich, schon die Zahl genannt worden, 2,5 Milliarden. Aber 3,5 Milliarden, also meine Rechnung waren 2,5, noch schlimmer 3,5, ohne einen einzigen brauchbaren Vorschlag der Gegenfinanzierung. Und das, meine Damen und Herren, das ist Haushaltspolitik nach Art der Sozialdemokratie, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das ist nicht die Art von CDU und GRÜNE, wie wir Haushalt betreiben. Und das Zweite, was ich Ihnen persönlich übel nehme, Herr Kollege Schmidt, in Ihrem Antrag ist mit keiner Silbe erwähnt, dass Sie uns gemeinsam hier in diesem Haus das Ziel gesetzt haben, bis spätestens 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das war bisher ein gemeinsames Ziel. Ich hoffe, Sie haben dieses Ziel nicht aufgegeben. Und wenn wir diesen klaren Auftrag durch die Bürger, nämlich das, was mit 70-prozentiger Zustimmung in der Verfassung verankert ist, die Schuldenbremse, wenn wir das miteinander durchführen wollen, dann müssen wir zwar gezielt investieren, aber auch einen entsprechenden Haushaltspolitik fahren, die letztendlich zu diesem Strukturausgleich kommt. Und da sage ich eins, meine Damen und Herren, da bin ich heilfroh, dass der hessische Finanzminister Thomas Schäfer heißt und nicht Norbert Schmidt, denn dann hätten wir andere Verhältnisse hier in Hessen, und das dürfen wir nicht zulassen. Und nun zu dem, ja, also, lieber Herr Schmidt, ich weiß nicht, was Sie jetzt zum Lachen veranlasst, aber ich will Ihnen mal ein paar Investitionen nennen,
die hoffentlich jetzt einmal ernsthaft auch diskutiert werden können. Fangen wir einmal ganz bewusst mit den Kommunalfinanzen an. Wir haben durch das Konjunkturprogramm des Bundes und des Landes 2010 und 2012 über 5.000 Projekte in den Kommunen gehabt, insgesamt 3,3 Milliarden €. Wir haben ein kommunales aktuelles Investitionsprogramm insgesamt über 1 Milliarde €. Ich nenne den kommunalen Finanzausgleich mit einem diesjährigen Volumen von 4,3 Milliarden €, durchaus auch den Länderfinanzausgleich mit 1,9 Milliarden €. Wir haben, und das ist einmalig bei allen deutschen Bundesländern, mit den hessischen Universitäten und Hochschulen einen Hochschulpakt 2016 bis 2020 vereinbart, mit einem Volumen insgesamt von 9 Milliarden €. Das ist auch eine Investition, die wir in diesem Zusammenhang sehen müssen. Wir haben, auch das ist einmalig in Deutschland, ein Hochschulbauprogramm Heureka 1 und 2 verabschiedet. Das umfasst rund 4 Milliarden € an Investitionen. Das sind echte Investitionen, auch in Gebäude und in Einrichtungen im Bereich der Forschung. Das LOEWE-Investitionsprogramm fördert hessische Forschungseinrichtungen mit rund 600 Millionen € seit 2008. Wir investieren ausdrücklich auch in die Zahl und in die Qualität unserer Mitarbeiter im Landesdienst. In 2016 heißt das 300 zusätzliche Polizeianwärter, 100 zusätzliche Stellen für die Wachpolizei, und zu den bereits verabredeten 800 Lehrerstellen werden zusätzlich jetzt neu 1.200 Lehrerstellen geschaffen. Das sind rund 120 bis 130 Millionen €. Und das ist das, was Sie überhaupt nicht in irgendeiner Weise hier erwähnt haben. Ihr Vorwurf, dass wir mangelnde Mittel in den Wohnungsbau geben, ist grob falsch. Die Landesregierung, Frau Ministerin Hinz hat das hier mehrfach auch vorgetragen, hat bis 2019 über 1 Milliarde € an Fördermittel für den Wohnungsbau bereitgestellt. Das ist auch eine wichtige Botschaft, gerade auch für die Wohnungswirtschaft. Und dann haben Sie den Breitbandausbau in Hessen kritisiert. Das hätten Sie besser nicht tun sollen. Denn wir haben zum Thema digitales Hessen eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, um die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu meistern, rund eine halbe Milliarde € an Zuschüssen, an Darlehen, an Bürgschaften. Wir sind bei der Breitbandversorgung, meine Damen und Herren, mit Hessen auf Rang 3 aller Bundesländer eine Spitzenposition bei den Flächenländern. Das müssen wir hier deutlich mal sagen. Und ich möchte ausdrücklich auch an dieser Stelle erwähnen, dass wir die Versorgung und die beginnende Integration der Flüchtlinge, die nach Hessen gekommen sind, rund 80.000 im Jahr 2015 finanziell unterstützt haben, in 2015 mit 394 Millionen € und jetzt in 2016 mit rund 1,3 Milliarden €. Auch das ist ein Betrag, der hier an dieser Stelle zu nennen ist. Und jetzt komme ich zum Straßenbau. Und lieber Herr Schmidt, angesichts der traurigen Feststellung, dass der letzte SPD-Verkehrsminister im Jahr 1999 schlappe 18 Millionen D-Mark damals im Straßenbau bereitgestellt hat, nehmen Sie hier den Mund reichlich voll, wenn Sie den Straßenbau in Hessen kritisieren. Minister Tarek Al-Wazir hat eine Straßenbausanierungsoffensive 2016 bis 2022 vorgestellt mit 540 Projekten, mit einem Invest von 385 Millionen €. Das ist Planungssicherheit, das ist Sanierung von Straßen. Und deswegen werden wir auch neben den 500 Millionen € im Bundesfernstraßenbau dort eine Menge an Investitionen haben, meine Damen und Herren. Aber für die CDU-Landtagsfraktion und auch für die Kollegen der GRÜNEN ist eines ganz klar und wichtig. Die Landesregierung und auch Finanzminister Thomas Schäfer halten trotz dieser hohen Investitionen in der Haushaltspolitik einen klaren Kurs. Keine Abweichung vom Abbaupfad, klare Einhaltung dessen, was wir uns vorgenommen haben bezüglich der Netto-Neuverschuldung bis 2019, 350 Millionen € jetzt, 100 Millionen € im nächsten Jahr, keine neuen Schulden im Jahr 2019, ab 2019 eine Tilgung der Altschulden. Das ist eine verantwortungsvolle Haushaltspolitik. Das ist ein klarer Kurs zur Einhaltung der Schuldenbremse.
Das ist nicht Haushaltspolitik nach sozialdemokratischer Art, sondern das ist das, was diese Koalition von Schwarz und Grün sich vorgenommen hat. Und das werden wir auch entsprechend umsetzen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein bisschen gewundert habe ich mich ja jetzt schon, Kollege Arnold. Ich weiß gar nicht, was Herr Schmidt gemacht hat, dass er Sie so schon in den Wahlkampfmodus hat umschwenken lassen. Ich war ja etwas überrascht hier. Also, irgendwas muss Herr Schmidt richtig gemacht haben, sonst hätten Sie nicht so reagiert. Herr Arnold, also es bleibt dabei, wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut. Und gehen wir mal in den Ländervergleich. Da sehen wir, dass im Bundesdurchschnitt die Länder und Gemeinden 12% in die Investitionen stecken. Und das Land Hessen 7,5%. Jetzt können Sie viele Projekte hier skizzieren, was das Land alles tut. Es bleibt dabei, wenn man sich den Haushalt anschaut und die Struktur anschaut, fließen halt in Hessen nur 7,5% in die Investitionen. Und, meine Damen und Herren, damit ist leider Hessen mittlerweile auf Platz 3 in einem Länderranking. Und ziehen wir jetzt auch noch die Investitionen der Kommunen heraus, nehmen wir die auch noch heraus, das, was die Kommunen in einer schwierigen Haushaltslage machen müssen, dann bildet Hessen mittlerweile ein Schlusslicht. Und das hat es in der Tat so noch nicht gegeben. Und Herr Kollege Arnold, das hat auch nichts damit zu tun, dass weder die SPD noch die FDP sich von der Schuldenbremse verabschieden wollen. Da muss man ja mal sagen, also, Herr Kollege Arnold, seit der Regierungsübernahme haben Sie 3,3 Milliarden € mehr Steuereinnahmen. Da fließt nur kaum was davon mehr in die Investitionen. Also, an der Schuldenbremse können wir festhalten. Und beim Finanzmanagement, da kann man ja sagen, in so einer Haushaltssituation geht dann der Finanzminister hin und nimmt auch noch neue Schulden auf. Wissen Sie, Herr Dr. Schäfer, ich finde das ja schon, das kann man im Finanzmanagement kann man sowas machen. Wenn man so eine Situation am Finanzmarkt hat, ist das vielleicht eine kluge Idee, umzuschulden. Man bedient sich sehr günstig am Kapitalmarkt, aber auch davon fließt ja nichts in die Investitionen, sondern wieder nur in den Konsum. Und genau das ist das Problem. Ich lasse gerne mit mir darüber streiten, ob wir schon in einem Investitionsstau sind oder ob wir ihn nur provozieren. Ein Investitionsstau kommt nicht über Nacht. Das ist sicherlich richtig. Aber wenn wir uns das anschauen, und der Kollege Schmidt hat darauf hingewiesen, wenn wir uns einmal das Jahr 2011 betrachten, das ist jetzt noch nicht so lange weg, da hat die Investitionsquote im Haushalt noch 12,8% gelegen in Hessen. Da lagen wir in Augenhöhe mit einem Land wie Baden-Württemberg durchaus respektabel, zumindest einmal im Mittelfeld im Bundesvergleich. Also von daher, der Investitionsstau, da kann man lange trefflich, das hat etwas mit politischer Sichtweise zu tun. Aber wenn wir so weitermachen, laufen wir mit Sicherheit in einen Investitionsstau rein. So viel steht fest. Meine Damen und Herren, und dann sagt das Bundeswirtschaftsministerium, und das finde ich dann auch sehr bemerkenswert, Zitat, auffällig ist, dass die Entwicklung des Nettoanlagevermögens in energieintensiven Wirtschaftszweigen des produzierenden Gewerbes deutlich rückläufig ist. Ich will damit sagen, das Bundeswirtschaftsministerium erkennt genau die Problematik. Es geht nämlich nicht alleine darum, ob wir nur die Investitionen der öffentlichen Hand – dazu hat der Kollege Schmidt schon vieles Richtiges gesagt – es geht auch darum, ob wir die Investitionen der Privatwirtschaft unterstützen und ob wir auch diese anreizen. Und auch da bleibt die Landesregierung hinter ihren Möglichkeiten zurück.
Deutsche Industrie- und Handelstag hat gesagt, dass die Auslandsinvestitionen der Unternehmen auf einem Höchstniveau seit 1995 sind, während im Inland wir hier im Inland einen Rückgang zu verzeichnen haben. 25% der Unternehmen begründen die Auslandsinvestitionen mit den zu hohen Kosten in Deutschland und auch in Hessen. Vor allem die hohen Energiepreise treiben die Industriebetriebe ins Ausland. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Gute Rahmenbedingungen. Und das sind Branchen wie die Textilwirtschaft. Wir beide kennen Unternehmen wie die Dura oder wie die Mehle AG. Was waren das einmal für Unternehmen, auch in Hessen? Wir haben Holz und Papier, die Druckindustrie, die chemische und Kunststoffindustrie, einer der Schlüsselbranchen in Hessen, die Metallverarbeitung. All diese Unternehmen, diese Branchen investieren noch, aber eben nicht mehr in Hessen, meine Damen und Herren. Wir brauchen also ein Abschaffen der Überregulierung, und wir brauchen vor allen Dingen ein Maß, was die Energiekosten anbelangt. Gegensteuern ist notwendig. Dann kommen wir jetzt mal wieder auf den Landeshaushalt zurück. Natürlich sind das Fragen, dass wir auch in die Infrastruktur investieren müssen, beim Landesstraßenbau oder auch beim Breitbandausbau. Landesstraßenbau. Meine Damen und Herren, trotz geringerer Steuereinnahmen hatte damals die FDP zwischen 2009 und 2013 mit Ihnen gemeinsam immerhin 500 Millionen € in den Erhalt und in die Sanierung der Landesstraßen investiert. Mittlerweile plant Schwarz-Grün, oh wei, das nehmen mir die Kollegen jetzt übel, Schwarz-Grün nur noch 330 Millionen € für die nächsten Jahre. Meine Damen und Herren, natürlich ist da ein Investitionsstau, der sich da abzeichnet. Und bei den Neubauten finanzieren wir nur noch die KIM-Modelle ab, die wir einmal gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Und wenn man jetzt das sich mal anschaut, ich war zuletzt bei einem Spatenstich eines KIM-Modells, einer der letzten wahrscheinlich in Hessen, im Erbsdorfer Grund, im Marburg-Biedenkopf. Ja, wenn Sie sich ja mit den Kollegen unterhalten, was dieser Straßenbau, dieses KIM-Modell für diese Region bedeutet, das ist ja nicht die Straße alleine, sondern die Gemeinde plant dabei gleich ein Gewerbegebiet. Die Förderung von Infrastruktur ist gelebte Wirtschaftsförderung. Und hier macht die CDU genau das Gegenteil von dem, was wir einmal gemeinsam gemacht haben. Meine Damen und Herren, das Gleiche gilt übrigens auch für die Bildungsmaßnahmen. Natürlich sind wir nicht der Bildungsträger, aber die Investitionen in die Schulen ist natürlich auch eine Investition in die Zukunft, vor allen Dingen die digitale Infrastruktur dort hineinzugehen. Herr Arnold, das, was wir noch nachholen müssen, wenn wir wirklich von einer Generation 4.0 reden wollen, dann haben wir aber noch einen erheblichen Nachholbedarf, gerade in die Investitionen für die Schulen. Meine Damen und Herren, das ist Aufgabe des Landes. Da können wir die Schulträger nicht mit alleine lassen. Meine Redezeit geht leider zu Ende. Das ist schon wieder immer erstaunlich, wie schnell 10 Minuten rum sind. Meine Damen und Herren, Hessen liegt wirklich bei der Investitionsquote einer auf den hintersten Plätzen. Die Kernaufgabe Infrastruktur, Landesstraßen, Bildung werden vernachlässigt. Die privatwirtschaftlichen Investitionen müssen wieder richtig angeschoben werden. Hier wäre ein Gegensteuern richtig und notwendig. Ansonsten landen wir wirklich in einem Investitionsstau. Das will ja, glaube ich, niemand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In Lexika und anderen klugen Büchern kann man Informationen über die speziellen Aufgaben von Opposition im Parlament finden. Es geht dort hauptsächlich um zwei Dinge, nämlich die Regierung und die Mehrheit zu kritisieren und um realitätstaugliche Alternativen, die zu entwickeln und auch darzustellen. Schließlich
Schließlich will die Opposition ja die nächste Regierung sein und sich mit ihren Konzepten dafür bewerben. Meine Damen und Herren, wenn man sich jetzt nur die Debatte über den jetzt vorgestellten Antrag der SPD anschaut, dann kann man mit großem Wohlwollen vielleicht noch den Kritikaspekt hier erkennen und durchgehen lassen. Immerhin kommt das Wort kritisieren in 5 von 11 Absätzen des Antrags vor. Aber die zweite Aufgabe der Opposition, nämlich die Formulierung von Alternativen, findet sich im Antrag genauso wenig wie in der Rede des Kollegen Schmidt. Hier sucht man Lösungsvorschläge vollständig vergebens. Ein Zustand übrigens, den wir nicht erst heute der SPD ankreiden. Meine Damen und Herren, Kritik ist die Würze der parlamentarischen Auseinandersetzung. Aber, lieber Kollege Rudolph, diese Kritik wird fad und nervig, wenn sie nicht wenigstens zugleich eine Andeutung machen kann, wie denn die kritisierten Zustände verändert werden sollen. Außer des Vorschlags litaneimäßig vorgetragen der SPD, Geld ausgeben und noch einmal Geld ausgeben. Meine Damen und Herren, darin ist die SPD, was Vorschläge angeht, unschlagbar. Allein in diesem Jahr sind von ihr öffentlich erhoben Forderungen, teilweise sind es auch Wiederholungen, in folgender Höhe. Ich nenne nur Stichworte. 20.000 zusätzliche Sozialwohnungen bilanzieren sich auf 2 Milliarden €. Mehr KfA-Mittel für die Kommunen 1 Milliarde €. Kostenfreie Kitas 400 Millionen € mindestens. Besoldungserhöhung, wir hatten es gestern, rund 230 Millionen €. Zusätzliches Personal 50 Millionen €. Mehr Landesstraßenbau mindestens 20 Millionen €. Ich habe jetzt den Kollegen Schmidt so verstanden, dass es eigentlich um 80 Millionen € geht, nämlich 90 auf 170 aufzustocken. Breitbandversorgung auch mindestens 20 Millionen €. Sozialbudget mindestens 20 Millionen €. Mehr für den Schulbereich mindestens 80 Millionen €. Mehr für den Hochschulbereich mindestens 80 Millionen €. Meine Damen und Herren, wir landen da knapp bei 4 Milliarden €, die von der SPD einfach so zwischen Suppe und Kartoffeln zwischen Januar und Mai gefordert werden. Und das wollen Sie als eine seriöse Politik darstellen? Meine Damen und Herren, es scheint sich um eine Sucht nach Geldausgeben zu handeln. Und da zieht sich der berüchtigte rote Faden durch den Antrag. Selbstverständlich kommt aber keine einzige Aussage vor, wo das Geld herzunehmen wäre. Und ich darf noch einmal erinnern, die einzige Möglichkeit, was das Land angeht, Einnahmeerhöhungen zu machen, haben wir in der schwarz-grünen Koalition gemacht. Und die SPD hat sich dem verweigert. Immerhin eine für den Landeshaushalt eine Summe von 155 Millionen € auch nicht zu verachten. Meine Damen und Herren, deswegen sagt dieser Antrag wenig bis nichts über Zustände und Perspektive für Hessen, aber sehr viel über den erbärmlichen Zustand der SPD in unserem Land. Angesichts des heutigen mal wieder enttäuschenden Auftritts, lieber Kollege Schmidt, kann man nur in tiefe Wehmut verfallen. Wir erinnern uns sehnsüchtig an den letzten sozialdemokratischen Regierungschef Hessens, der später ein Vorgänger von Wolfgang Schäuble in Berlin wurde. Unter seiner Führung war die SPD-Politik noch berechenbar und finanzwirtschaftlich tragfähig. Ganz im Gegensatz. Ganz im Gegensatz zur augenblicklich vorherrschenden Wursttheken-Mentalität nach dem Motto, darf es ein bisschen mehr sein. Meine Damen und Herren, dieses Verhalten mag gut sein für die Ladenkasse, aber ist kein Ausdruck finanzpolitischer Verantwortung. Und wer wie die SPD bald regieren will, der braucht Konzepte, die nicht die auch im Regierungsalltag tauglich sind und nicht nur kurzfristig wirkende Stimmungsmacher. Wer auf Stimmung setzt, nämlich, der begibt sich auf einen Schlingerkurs. Und genau den können wir bei der SPD auch gut beobachten.
Meine Damen und Herren, jedem Wohl und keinem Weh, Finanzierung à la SPD funktioniert eben nicht in Verantwortung. Funktioniert vielleicht auf dem Fasnachtsmarkt oder auch von einer Tribüne herunter, wenn demonstrierende Menschen vor einem stehen, aber funktioniert nicht, wenn man die Verantwortung wirklich haben will. Sie sind dann zu einem Schlingerkurs verurteilt, und genau in diesem Zustand sind Sie offensichtlich geraten. Und da kommt ja noch hinzu, wir haben es ja oft genug erlebt, gleichzeitig gegen und für etwas zu sein. Wir haben es in diesem Haus, wie ich schon sagte, immer wieder erlebt, und dieses auch noch bei der SPD als vollständig widerspruchsfrei wahrzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu solcher Entrücktheit vom Irdischen kann man Ihnen nur gratulieren, oder muss man Sie nicht eher bemitleiden? In der realen Politik erlangt man nämlich keine Unterstützung, wenn man höhere Ausgaben fordert, sich höheren Einnahmen aber gleichzeitig verweigert. Ich sprach es schon an. Und dann auch treuherzig versichert, wir haben es ja erlebt, man stehe selbstverständlich weiterhin fest zur Schuldenbremse. Merke, Contradictio in adjecto ist kein Beitrag zur politischen Glaubwürdigkeit, sondern lediglich ein politischer Offenbarungseid. Meine Damen und Herren, deswegen schauen wir uns den SPD-Antrag an zwei Beispielen jetzt mal konkreter an. Aber zunächst muss ich mein Bedauern darüber ausdrücken, dass die SPD im Antrag auf einen Investitionsbegriff zurückfällt, den sie selbst lange als überholt und nicht zukunftsorientiert gegeißelt hat. Es wird wieder der Beton in der Landschaft als einzig wegweisende Investition propagiert, ohne die wichtigen Investitionen, nämlich die in das sogenannte Humankapital, zu betrachten. Dabei bestand doch schon einmal Konsens, dass Investitionen, die das der Volkswirtschaft vorhandene Sachkapital modernisieren, nur dann sinnvoll sind, wenn das Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe für den Redner. Nur dann sinnvoll sind, wenn das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen mitentwickelt werden. Wir jedenfalls, wir Grüne, halten es zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft für wesentlich, hier eine Gesamtschau durchzuführen und nicht nur partielle Investitionsbegriffe anzusetzen. Meine Damen und Herren, jetzt will ich mal beispielhaft das Lieblingsthema der SPD, es wurde ja auch deutlich angesprochen, den Straßenbau aufrufen. Sie fordern in Punkt 3 und 4 des Antrags, wie gewohnt, im Ergebnis höhere Ausgaben des Landes. Dabei übersehen Sie, dass es eine klare und richtige Priorisierung der schwarz-grünen Regierungsmehrheit zugunsten von Erhalt und Sanierung von Straßen gibt, die nicht, jetzt kommt's, die nicht zuallererst auf den Eigentümer der Straße schaut. Dies tun wir, obwohl der Bund seine finanziellen Verpflichtungen zulasten der Länder stets deutlich herunterrechnet, Stichwort Planungskosten. Und deshalb haben wir, nachdem der Bund, in dessen Regierung übrigens Sie Mitverantwortung tragen, Sie von der SPD und nicht wir, nachdem der Bund jetzt endlich mehr finanzielle Mittel bereitstellt, innerhalb des Straßenbaus eigene Landesmittel umgeschichtet, damit am Ende so viel wie möglich an Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Und genau das ist richtig. Den Nutzern der Straße ist es nämlich ziemlich egal, welcher Buchstabe vor seiner Nummer steht. Hauptsache, die Straßen in einem ordentlichen Zustand. Und ein weiteres Thema des Antrags der SPD will ich auch noch aufgreifen, den Wohnungsbau. Ich tue das nicht ohne den Hinweis, dass es trotz Föderalismusreform weiterhin eine Verantwortung hierfür beim Bund gibt, die konkret beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit angesiedelt ist, welches von der Sozialdemokratin Barbara Henrichs geleitet wird. Soeben hat der Bund zugesagt, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau für 2017 für ganz Deutschland um eine halbe Milliarde aufzustocken. Das wären für Hessen so rund 40 Millionen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Wenn Sie dies nun aber vergleichen mit unserem schwarz-grünen Programm von rund einer Milliarde bis 2019, dann müsste Ihnen selbst durch die getrübte Oppositionsbrille auffallen, dass die in Punkt 7 des Antrags genannten Versäumnisse an die Landesregierung falsch adressiert sind und der zutreffende Vorwurf eher an ihre Parteifreundin in Berlin geht. Meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen.
Deswegen nur ganz kurz die Zusammenfassung. Die SPD kritisiert die Landesregierung, hat aber selbst keinerlei realisierbare Alternative zu bieten. Mein sehr zugewandter Rat an Sie lautet deshalb, verharren Sie nicht im Miesmachen, sondern erarbeiten Sie Konzepte, dann finden Sie auch Zustimmung. Für den Antrag, den Sie vorgelegt haben, können Sie unsere Zustimmung leider nicht finden. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es gibt politische Mythen. Und diese Mythen werden so oft wiederholt, bis sie sich in den Köpfen verfangen und nicht mehr hinterfragt werden, ob sie nun logisch sind oder nicht. Und zu diesen Mythen gehört die sogenannte Schuldenbremse und die dahinterstehende Logik, dass man nur genug kürzen und sparen müsste, damit es irgendwann allen besser gehe. Und das Ganze wird dann noch unterstrichen, damit das argumentiert wird, das müssen wir machen, weil das sei unsere Pflicht gegenüber den nachfolgenden Generationen. Und dann werden so wackelige Bilder bemüht und Vergleiche gemacht, wie der Staat verglichen wird mit einem Privathaushalt, was natürlich völlig außer Acht lässt, dass ein Privathaushalt in der Regel nicht selber über seine Einnahmen entscheiden kann, der Staat hingegen doch. Und deswegen ist es erste Verantwortung, dass der Staat eine Steuerpolitik macht, die dafür sorgt, dass er genug Einnahmen hat, um auch seine Ausgaben zu decken. Und dann ist gerne die Rede von der schwäbischen Hausfrau. Und das soll es dann untermauern, dass Kredite aufnehmen, Schulden machen, das Teufels sei und dass man nur ein Staat sich nicht verschulden sollte. Dabei ist es ein vollkommener Unsinn, Schuldenaufnahme zu verbieten, wenn Schulden aufgenommen werden, um Investitionen zu tätigen. Es macht jedes gesunde Unternehmen so, das macht auch jeder private Mensch so, dass man natürlich nicht Geld spart, um dann irgendwann mit 80 sich ein Haus zu kaufen, sondern dass man viel früher einen Kredit aufnimmt und dann bis zum Ende seines Berufslebens in der bis dann. Aber auch mal zurückzahlen. Ja, ganz genau. Und deshalb finde ich das grob fahrlässig, was Sie machen, und gerade in Zeiten, wo man praktisch zinsfrei sich Geld leihen kann, der Staat sich praktisch zinsfrei Geld leihen kann, ist es grob fahrlässig, diese Investitionen zu unterlassen. Und es ist nichts daran gerecht, wenn gekürzt wird, dass es quietscht, statt die Einnahmen zu verbessern, indem man Konzerne und Reiche wieder stärker zur Kasse bittet. Es ist nichts daran gerecht, wenn wir mangels Investitionen nachfolgenden Generationen eine zerrüttete Infrastruktur hinterlassen. Wir haben davor gewarnt, bei Einführung der Schuldenbremse. Die Schuldenbremse wird eine Investitionsbremse sein. Und das hat sich leider bewahrheitet. Ich will noch einmal deutlich machen, dass es langfristig viel, viel teurer ist, was Sie hier machen. Langfristig ist es teurer, weil wenn man Sanierungen, wenn man Modernisierungen immer unterlässt, dann wird es nur noch teurer. Deswegen ist das eine völlig falsche Logik, meine Damen und Herren. So, und wer sind nun die Leidtragenden dieser Politik? Das ist natürlich die Infrastruktur, die in Teilen marode ist. Das sind aber auch die Landesbeschäftigten. Ich will noch einmal daran erinnern, dass gestern Beamtinnen und Beamten hier vor dem Landtag demonstriert haben. Sie haben unsere volle Solidarität. Ich will daran erinnern, dass es die DGB-Vorsitzende Gabriele Keiling war, die gesagt hat, wir haben zwei Probleme. Das eine Problem sind die Steuerreformen, insbesondere um die Jahrtausendwende gewesen, weil diese Steuerreformen dafür gesorgt haben, dass der Staat heute wesentlich weniger Geld hat als zuvor, dass die öffentlichen Kassen systematisch geleert wurden. Und das zweite Problem ist die Schuldenbremse. Und da kann ich nur sagen, Gabriele Keiling hat vollkommen recht. Der DG unterstützen die Kritik des DGB. Und die Folgen ist dann eben eine Unterfinanzierung der Kommunen.
Es ist die weitere Erhöhung von Gebühren. Es ist der Verkauf öffentliches Eigentums, nämlich die fortschreitende Privatisierung. Und wen trifft das denn? Das trifft doch vor allem Menschen mit geringem Arbeitseinkommen. Es trifft Rentnerinnen und Rentner, Erwerbslose, Auszubildende. Wenn diese besonders Betroffenen dann noch Reste des Sozialstaats erhalten wollen, dann sollen sie ihn selbst bezahlen, so das Kalkül. Ja, ein Vermögender braucht keinen Sozialstaat. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber wir sind, die Menschen sind darauf angewiesen, dass Länder und Kommunen handlungsfähig sind. Und die Schuldenbremse hat ihnen genau dieser Spielräume in Teilen beraubt. Und die Schuldenbremse wird jetzt herangezogen, wann immer man irgendwo eine Kürzung durchsetzt, wann immer man irgendwo Sozialabbau durchsetzt. Und das ist genau das Problem und die Krux bei dieser Gestaltung. Und ich finde, Herr Arnold, wenn Sie das jetzt reinwerfen, also ich meine, dass jetzt die Landesregierung, also der Sie ja auch in Teilen angehört haben, dass Sie die Schuldenbremse verinnerlicht hätten. Also dagegen sprechen ja nur auch alle Zahlen. Also von daher, entweder Sie waren zu unfähig, um weniger Schulden aufzunehmen, oder aber Sie hatten auch das Problem, dass die Einnahmen weggebrochen sind. Also von daher, wenn Sie das in Ihrer Zeit auch als Finanzstaatssekretär ja offensichtlich nicht auf die Reihe bekommen haben, den Schuldenstand zu reduzieren, kann das entweder an Ihnen liegen oder daran, dass wir eine falsche Steuerpolitik haben, können Sie sich aussuchen. Es ist schön, dass die SPD heute diesen Antrag stellt. Leider haben Sie auch der Schuldenbremse damals zugestimmt. Ich will aber auch daran noch einmal darauf hinweisen, dass die GRÜNEN ja im Bund gerne den Bundesfinanzminister dafür kritisieren, dass er dem Fetisch der schwarzen Null hinterherrennt. Hier in Hessen aber regiert die schwarze Null mit Beteiligung der GRÜNEN. Ich finde, da hat ja Herr Kaufmann gerade einen Beitrag gemacht und das noch einmal anschaulich dargestellt. Meine Damen und Herren, im Landeshaushalt lässt sich das deutlich nachvollziehen. Nach der aktuellen Finanzplanung des Landes sollen die Investitionen im Jahr 2019 satte 23 % niedriger liegen als noch im Jahr 2013. Auf Kosten nachfolgender Generationen will der Finanzminister hier im Jahr 2019 fast eine halbe Milliarde Euro weniger ausgeben als noch 2013. Genau so wirkt diese generationengerechte Schuldenbremse schon jetzt. Die Ausgabenquote des Landes ist zum dritten Mal in Folge rückläufig. Gegenüber dem Negativrekordwert von vergangenem Jahr ist sie noch einmal um fast 1 Prozentpunkt auf nur noch 9,3 % gesunken. Das heißt, es ist eine der niedrigsten Investitionsquoten, die wir bundesweit überhaupt haben. Ja, meine Damen und Herren, so kann man ein Land kaputt sparen. Investitionen wären nicht nur sinnvoll, sie sind auch wirklich notwendig. Es gibt an vielen Orten Hessens höchst sanierungsbedürftigte Schulen. Ich finde es ehrlich gesagt nicht hinnehmbar in einem so reichen Land, dass man Schulen oft daran erkennt, dass sie das marodeste Gebäude in der ganzen Umgebung sind. Wir haben Krankenhäuser und Straßen, die zum Teil in schlechtem Zustand sind, eine schlechte ÖPNV-Anbindung, und wir brauchen endlich eine ausreichende Internetanbindung. Auch im sozialen Wohnungsbau müsste dringend mehr investiert werden. Der DGB Hessen-Thüringen hat ja im Frühjahr ein Papier vorgelegt und aufgezeigt, wie sehr die ausbleibenden Investitionen der Verkehrsinfrastruktur, in die Verkehrsinfrastruktur die Lebensqualität und den Wohlstand der Menschen und das Funktionieren der Wirtschaftskreisläufe beeinträchtigt. Und ich finde, da ist die Spitze des Eisbergs natürlich die zerbröselnden Straßen, Brücken, aber auch die verfallenen Bahnhöfe. Gerade das rasch wachsende Rhein-Main-Gebiet bräuchte dringend eine Kapazitätserweiterung im Bereich des ÖPNV, was ja weitestgehend auf dem Zustand der 80er Jahre stagniert. Und gerade auch im ländlichen Raum, den dürfen wir nicht abhängen, sondern gerade im ländlichen Raum ist es auch dringend nötig, mehr Geld für den ÖPNV auszugeben und nicht weniger. Und da ist natürlich das kommunale Investitionsprogramm, das Sie aufgelegt haben, ist ja angesichts des Investitionsstaus nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die kommunalen Investitionen sind in den letzten 20 Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Und ich will noch einmal sagen, dass das natürlich eine völlige Mogelpackung ist, was Sie hier machen, weil Ihr kommunales Investitionsprogramm zum Teil aus Bundesmitteln besteht, zum Teil aus Darlehen. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass Sie den Kommunen eine ganze Menge Geld weggenommen haben aus dem kommunalen Finanzausgleich und jetzt einen kleinen Teil wieder bereitstellen. Also das löst überhaupt nichts. Deswegen, damit muss Schluss sein. Die Alternative liegt auf dem Tisch, und sie kann nur heißen, endlich umverteilen von oben nach unten, endlich umverteilen, dass die öffentlichen Haushalte stärker an den wachsenden Vermögen in diesem Land beteiligt werden. Und deshalb muss Schluss sein mit Steuergeschenken für Großverdiener.
Wir brauchen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und nicht eine so windelweiche Lösung, wie sie jetzt gerade in der Diskussion ist. Weil in den Debatten bekommt man ja immer das Geld, es sei kein Geld da. Interessant auch, Herr Reif, dass das ausgerechnet von Ihnen kommt. Das wäre in einem so, dass kein Geld da sei. Aber wir leben ja in einem sehr reichen Land, das wissen Sie ja nur zu gut, das sich über Jahrzehnte hinweg immer reicher geworden ist. Und das Geld konzentriert sich aber bei wenigen damit, und es wird nicht ausreichend zum Gemeinwohl beigetragen. Dieser private Reichtum muss eben auch der Gesellschaft zugutekommen. Es kann doch nicht sein, dass Milliardenerbschaften auch in Zukunft in Deutschland quasi praktisch steuerfrei bleiben und dass Kapitalerträge niedriger belastet werden als die Kassiererin an der Baumarktkasse oder Facharbeiterinnen. Das kann überhaupt nicht angehen, und deswegen brauchen wir eine Umverteilung von oben nach unten. Deshalb, ich komme zum Schluss, es ist ungerecht, wenn wir diese Investitionen heute unterlassen, mit dem Hinweis darauf, dass wir nachfolgende Generationen keine Schulden hinterlassen dürfen. Wir haben die Wahl, ob wir den nachfolgenden Generationen eine verfallene Infrastruktur, eine zerstörte Umwelt und ausgeplünderte Ressourcen hinterlassen, dafür aber keine Schulden. Oder aber, ja, wir nehmen auch heute Kredite auf, wir sorgen für eine vernünftige Steuerpolitik, um eben notwendige Investitionen mit Blick auf die Zukunft auch zu tätigen. Die Schuldenbremse ist ein riesiges Problem. Wir müssen schauen, wie man die Spielräume trotzdem nutzen kann. Das geht ja auch zum Teil. Die Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Landesregierung findet ja auch Möglichkeiten, für anderes Geld auszugeben. Von daher brauchen wir eine Politik, die investiert, wo es nötig und sinnvoll ist, vor allem natürlich in einen intakten Sozialstaat, ein gerechtes und erstklassiges Bildungssystem, eine funktionierende Infrastruktur. Das ist Generationengerechtigkeit im Sinne der LINKEN. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Staatsminister Schäfer. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat sind die fiskalpolitischen Debatten die Frage, in welcher Größenordnung klassische Investitionen, klassischer Investitionsbegriff, Investitionen im Beton, eine wichtige Diskussion. Aber sie sind natürlich bei der Frage nach Priorisierungen staatlicher Ausgaben keineswegs die einzige Kategorisierung in der Frage, wie investiert im Sinne eines Investitionsbegriffs zu sagen in die Zukunft, weil natürlich in der Tat sich die Leistungsfähigkeit eines Staates und der Aufgabenerledigung nicht nur primär an der Frage festmacht, welche Investitionen in dem klassischen Investitionsbegriff wir tätigen, sondern müssen wir schon all das miteinander diskutieren, was wir beispielsweise an zusätzlichen Ausgaben im Hochschulbereich, im Schulbereich geleistet haben, wo wir enorme Steigerungsraten haben. Um den Hessischen Hochschulpakt beneiden uns die meisten anderen Bundesländer bei dem, was wir dort getan haben. Deshalb, meine Damen und Herren, gehört das am Ende zusammen. Immer am Ende auch ein Gesamtkunstwerk. Lassen Sie mich aber bei dem Punkt beginnen, wo Frau Wissler geendet hat. Ich glaube, die heutige Tagesordnung eignet sich für die LINKEN sozusagen zu sehr arbeitsökonomischer Vorgehensweise. Frau Wissler kann die gleiche Rede, die sie heute Morgen gehalten hat, zur Investition heute Nachmittag zur Vermögensteuer wiederhalten, ohne dass es irgendeiner so richtig merkt, weil es sozusagen immer wieder das gleiche Sammelsurium relativ verquaster Thesen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist einfach der Punkt. Lassen Sie mich doch einen Punkt. Einen Punkt an der Stelle, wenn Sie sich einmal im europäischen Vergleich anschauen, wie es ökonomisch und auch was das Wohlstandsniveau der Bevölkerung anbetrifft, diejenigen Länder, die über lange Zeit eine seriöse, nennen Sie es auch konservative Fiskalpolitik betrieben haben, dann ist dort das ökonomische Niveau, der Lebensstandard in aller Regel höher als in denjenigen Ländern, die genau das Gegenteil gemacht haben, nämlich im Wesentlichen auf Kosten von Verschuldung Konsum finanziert haben, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und deshalb ist das ein klares Gebot ökonomischer Vernunft, die Schuldenbremse einzuhalten und nicht ein Versuch, irgendwelche sozusagen Investitionen zu vermeiden. Wir brauchen beides, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir brauchen das Ende staatlicher neuer Verschuldung und weiterer Investitionen in die Zukunft, in Beton genauso wie in die Köpfe der Menschen, meine Damen und Herren. Beides gehört zusammen. So, dann lassen Sie uns noch einen kleinen Augenblick auch über die hessischen Zahlen reden. Der ein oder andere ist ja schon ein bisschen länger dabei. Manche wenige auch schon so lange, dass sie sich noch erinnern können, wie es war, als die Sozialdemokraten hier regiert haben. Wir haben als Auswirkung nach der großen Krise 2008/2009 gemeinsam hier in diesem Hause ein großes Sonderinvestitionsprogramm auf den Weg gebracht, bewusst kreditfinanziert, um die Auswirkungen dieser Krise halbwegs im Griff zu halten. Wir haben dort gemeinsam hier festgehalten, wir wollen Investitionen vorziehen, auf der Landesebene wie auf der kommunalen Ebene. Vorziehen heißt aber, wenn ich Investitionen vorziehe, dass ich sie danach ein Stück wieder zurückfahre, weil sonst habe ich keinen Vorzieheffekt, sondern zusätzliche Investitionen. Das war der Konsens hier in diesem Hause, zumindest bei den Minderheiten am Rand, nehmen wir mal an die Seite an dieser Stelle. Das war der Konsens. So, meine Damen und Herren, deshalb haben wir ja in den Jahren 2010, 2011, 2012 sehr, sehr hohe Überschreitungen der durchschnittlichen Investitionsquote der Vorjahre gehabt. Und deshalb haben wir jetzt in den Jahren danach Absenkungen gehabt. Es ist schlicht das, was wir damals verabredet haben, gemacht worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sich an das nicht mehr zu erinnern und zu tun, als sei das sozusagen eine politisch beabsichtigte und sozusagen Nachlässigkeit von Landespolitik. Nein, es ist das, was unsere Finanzpolitik auszeichnet. Wir machen am Ende hinterher das, was wir vorher angekündigt haben. So ist am Ende die richtige Reihenfolge. So, und deshalb, so, Herr Schmidt, wenn Sie wieder ein Stück im Zuhörmodus sind, dann mache ich weiter. Jetzt lassen Sie uns dann auch noch einmal einen Blick darauf werfen, wie das ist, wenn Sozialdemokraten führende Regierungsbeteiligung in einem Land haben. Ich habe mir einmal die Investitionsausgaben je Einwohner angeschaut. Da gibt es einen Durchschnitt der Flächenländer im Westen, der liegt so bei 320 €. Die Hessen liegen bei 310. Vor Hessen liegen Länder Baden-Württemberg, Bayern und interessanterweise im Referenzjahr 2014, wo die letzten verfügbaren Gesamtzahlen da sind, das Saarland mit 374. Dahinter, hinter Hessen, finden Sie Länder wie Nordrhein-Westfalen mit führender sozialdemokratischer Beteiligung. Rheinland-Pfalz deutlich dahinter, führende sozialdemokratische Beteiligung. Niedersachsen deutlich dahinter, führende sozialdemokratische Beteiligung. Und zur Krönung Schleswig-Holstein auch dahinter, führende sozialdemokratische Beteiligung. Jedenfalls die Behauptung, dass dort, wo Sozialdemokraten regiert wird, mehr investiert würde als in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine schlichte Chimäre, meine Damen und Herren. Das korrespondiert dann aber auch mit dem Punkt, und mit dem will ich schließen, den eine ganze Reihe von Vorrednern ja auch hervorgehoben haben. Wenn man mehr Investitionen einfordert, darüber kann man diskutieren. Wenn man Vorschläge macht, wo gerne mehr investiert werden soll, darüber kann man gerne diskutieren. Aber dann würde ich gerne wissen, an welcher Stelle wie viel und an welcher anderen Stelle dann wie viel weniger ausgegeben werden muss, damit man dasselbe erreichen kann. Wenn ich aber immer nur die eine Seite bespiele, in der Hoffnung und im Glauben, dass es niemand merkt,
dann darf man nicht erwarten, dass man als seriöser Gesprächspartner in Haushaltsfragen akzeptiert wird. Das geht nur, wenn man beides macht, sagt, ich will dort investieren und dafür dort weniger ausgeben. Es gibt keine Möglichkeit, an dieser Stelle so zu tun. Man könne den einen nur etwas Gutes tun, um dem anderen etwas wegzunehmen. Beides funktioniert nicht. Wenn man Verantwortung übernehmen will, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muss man zu beidem fähig sein. Wenn man es nicht ist, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, und wenn man als Opposition ist es natürlich verführerisch, allen wohl, niemand wehe. Aber am Ende, meine sehr verehrten Damen und Herren, gewinnt man seriöse Akzeptanz nur dadurch, dass man bereit ist, den Menschen zu sagen, was man wirklich will, das eine Positive, aber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man Konsequenzen dafür tragen muss, dass es an anderer Stelle weniger ist. Wenn man das nicht will, glaube ich, zementiert man eine Position führend in der Opposition. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr Dr. Arnold, wenn es Ihnen recht ist, schreiben wir halt künftig einfach in Anlehnung an Cato den Älteren, dass wir sozusagen Schuldenbremse richtig finden und Ähnliches mehr, nur damit wir dieses Gewäsch auch mal wegbekommen, wenn wir uns über die wirklichen Fragen hier im Plenum unterhalten. Und dann, wenn Sie sagen, mit welchem Bild von Hessen laufen Sie hier herum? Was ist denn draußen in Hessen angeblich alles los? Das ist so völlig weltfremd, was die Opposition hier berichtet. Dann würde ich Ihnen mal empfehlen, mal rauszugehen. Entsprechend fahren Sie durch Hessen, bewegen Sie sich Unternehmen, die Ihnen genau das beschreiben, was unser Thema heute Morgen ist. Dass aber nicht die Union, sondern zumindest der Koalitionspartner die Begriffe von Ihnen verwendet, die ich noch einmal ganz deutlich entschieden für uns zurückweisen möchte, nämlich wenn wir über den Investitionsbegriff reden, über Investitionen in Humankapital zu reden und ähnliche Themen mehr. Wir reden über Investitionen in die Köpfe, in die Menschen in diesem Land und diesen neoliberalen Slang, den Sie als Bündnis 90 Grünen hier reingebracht haben, will ich noch einmal ganz deutlich für uns zurückweisen. Und ein Stück weit, Herr Bellino, das gilt, glaube ich, auch für die Zwischenrufe, ein Stück weit weniger Überheblichkeit und ein bisschen mehr sich mit den Problemen unseres Landes beschäftigen, die Fragen von Investitionen in Infrastruktur. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das würde, glaube ich, unserem Land deutlich besser gefallen als diese Nebelkerzen, die Sie hier vonseiten der Regierung, der regierungstragenden Fraktionen hier noch einmal deutlich gemacht haben. Und ein Stück weit widerspricht es doch, was Sie hier veranstaltet haben, dem, was gestern Abend, gut, passende Minister, aber der Ministerpräsident gestern Abend auch bei der Fraport so gesagt haben über die Frage, wenn wir ein positives Bild der Gegenwart unseres Landes, die wirtschaftliche Situation unseres Landes, die Lage am Arbeitsmarkt beschreiben, da könnten wir über vieles debattieren. Kollege Schmidt hat es mit angesprochen, dass das nicht alles nur rosig aussieht, so wie Sie es darstellen. Aber wenn dann der Ministerpräsident, und da will ich ihm ausnahmsweise recht geben, sagt, dass wir uns nicht in der Gegenwart einmauern dürfen, sondern heute die Weichen stellen müssen für eine positive Zukunft, dann ist das genau dieses Thema, was wir heute Morgen diskutieren, was Sie verschlafen, wo Sie nicht das liefern, was Sie als Regierung hier in Hessen leisten müssten. Und ich kann ja verstehen, dass Sie als Union versuchen, über alle Themen zu reden, nicht nur über das Thema, was hier Gegenstand der Debatte ist, nämlich dass Sie den Anforderungen an Infrastruktur in Verkehr, in Daten, in die Frage von ländlichen Raum, Wohnungsbau und viele anderen Themen mehr nichts zu sagen, weil es natürlich Ihnen wehtut, dass Sie weit hinter dem, was Ihnen doch eigentlich wichtig sein sollte, zurückbleiben. Und wenn Sie dann dabei sind, rufen Breitband rein, rufen Wohnungsbau rein,
können wir ganz lange darüber debattieren. Aber schauen Sie sich doch einmal neben den Wohlfühlüberschriften Ihres Ministers zum Thema Breitbandausbau an, was dahinter steckt. Wenn man ihn dann anspricht zum Thema 100-Mbit-Strategie oder sogar, wo er neuerdings mit rumläuft, 400-Mbit-Strategie, und dann fragen Sie konkret, was denn dahinter steht, dann ist das Bitten, Hoffen und Bangen das Grundprinzip dieser Landesregierung, aber nicht eigene Leistungen und eigene Aktivitäten. Und dass man dann lieber von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN eher über alles Mögliche redet, als nicht darüber, dass das, was wir im Antrag auch beschrieben haben, es bis heute versäumt hat, im Bereich originäre Landesmittel in den ÖPNV und Ähnliches mehr. Auch das haben Sie bis heute nicht umgesetzt. Und das natürlich tut es weh, wenn das der Landtag hier so entsprechend deutlich feststellen würde. Alles zusammen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht doch nicht darum, dass wir nachher diejenigen, die verantwortlich sind für die Schaffung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Prosperität unseres Landes, sondern wir setzen die Rahmenbedingungen dafür, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Selbstständige und Unternehmer das überhaupt in Hessen ermöglichen können. Und das ist unsere Aufgabe, und dazu gehört in erster und ganz wichtiger Linie neben vielen anderen Themen wie der Bildungsinfrastruktur, der universitären Bildung und vielen anderen mehr das Thema Infrastruktur, so wie wir es heute hier in dem Antrag beschrieben haben. Und diesem Anspruch, dem kommen Sie als regierungstragende Fraktion, kommt die Landesregierung in keinster Weise genügend nach. Das ist unsere Aufgabe, heute die Grundlagen zu legen für die Arbeit von morgen. Dazu haben wir Ihnen beschrieben, ein paar Punkte, wo Sie besonders deutlich hinter Ihren eigenen Ansprüchen, gerade der Union, zurückbleiben. Deswegen ändern Sie doch diesen Politikansatz und machen Sie diese Politik, die Sie eigentlich im Kern auch richtig finden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mal eine Vorbemerkung machen, zunächst einmal neben der Tatsache, dass die Sozialdemokraten, ich denke, für ein Land ein wichtiges Thema gesetzt haben und ich heute Morgen noch nicht richtig gehört habe, dass es nicht so ist, wie die Opposition beschrieben hat. Sie haben gesagt, es ist alles schwierig und so weiter, aber möchte ich einmal ein Gedankenspiel aufmachen an alle Kollegen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wir drehen die Uhr 5 Jahre zurück, und der Kollege Kaufmann hätte hier eine Rede gehalten in der Variante Oppositionspolitiker Frank Kaufmann. Und er hätte das Wort erbärmlich gegenüber der CDU verwendet. Dann hätten wir ungefähr 20 Minuten mindestens Pause gehabt, weil wir einen Ältestenrat gemacht hätten über die Frage des Stils dieses Oppositionsabgeordneten. Und Herr Kollege Kaufmann, es steht mir fern, Ihnen Ratschläge zu geben, aber wer das Wort erbärmlich verwendet in einer solchen Rede, sollte doch einmal darüber nachdenken, ob es nicht auf sich selbst zurückfällt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube, dass, wenn man sich die Zahlen anschaut, es mehr als legitim ist, am heutigen Tag über die Frage zu diskutieren, dass, wenn Hessen nur noch zwei Länder hinter sich hat, das Saarland und das Land Berlin, dass man dann über die Frage diskutieren muss, ist beim Thema Investitionen alles richtig. Und, Kollege Arnold, es ist doch unbestritten, dass wir in den letzten Jahren zusammen, Sie alleine auch mit den GRÜNEN, in vielen Bereichen Investitionen getätigt haben. Aber in der Situation und im Vergleich dessen, was wir an Steuermehreinnahmen haben, Herr Finanzminister, eine Rekordsituation, die dieses Land noch nie hatte, darf man doch einmal die Frage stellen, warum die Investitionen nicht weiter steigen, aber der Konsum in Hessen steigt. Diese Frage ist doch berechtigt. Und darauf haben Sie keine Antwort gegeben. Sie haben keine Antwort. Sie haben keine Antwort auf die Frage gegeben. Sie haben keine Antwort auf die Frage gegeben, warum in Hessen quasi, und ich will das mal auch so formulieren, eine Rücklage, und jetzt frage ich mal, für was eigentlich geschaffen wird, obwohl die Investitionen, die Sie ja selber an vielen Stellen bemängeln, dringend notwendig wären in den Infrastrukturbereich. Ja, das ist ja eine gute Frage. Also, es ist ja vorhin reingerufen worden, Wahlkampfrücklage, so weit will ich gar nicht gehen. Aber die Frage ist doch schon, was wollen Sie denn mit dem Geld, mit einer sozusagen zinsfinanzierten Spardose für das Land? Ich stelle weiterhin fest, die Einsparbemühungen und Konsolidierungen, die wir gemeinsam mit der Schuldenbremse verabredet haben, Strukturen in der Landesverwaltung zu verändern, Fehlanzeige seit 2,5 Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nichts passiert.
Und das ist doch genau die Frage, Herr Arnold. Da müssen Sie doch bitte Verständnis dafür haben, dass die Opposition hier diese Frage stellt, wenn diese Zahlen so klar auf dem Tisch liegen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie nicht die sozusagen Gegenreflex auf der Finanzminister hier an den Tag bringen nach dem Motto, die Opposition ist unseriös, wenn sie solche Sachen kritisiert. Nein. Herr Finanzminister, Sie sind in der Verantwortung, hier Konzepte vorzulegen, wie es geht, und die Zahlen sprechen zurzeit nicht für Sie, sondern gegen Sie. Also sagen Sie uns, wie Sie es besser machen wollen. Wir streiten gerne mit Ihnen über den Weg. Aber das ist wirklich zu wenig. Und deshalb letzter Punkt. Kollege Lenders hat das vorhin gesagt. Es geht nicht nur um die öffentlichen Investitionen, Frau Kollegin Dorn. Es geht auch um die privaten Investitionen. Und mal neben der Tatsache, dass wir 10 Millionen € weniger im Landesstraßenhaushalt haben und ansonsten an vielen Stellen ein Klimbim gemacht wird, wo man sich teilweise fragt, dafür ist Geld da, aber für notwendige Sachen nicht. Wenn man mal sieht, wie in Hessen mittlerweile mit öffentlichen Investitionen umgegangen wird, welches Trara gemacht wird, wenn ein Unternehmen wie die Fraport, und man muss nicht dafür sein, man muss nicht für Terminal 3 sein, aber welches Trara gemacht wird von der öffentlichen Hand, eine solche Investition nicht zu begrüßen, sondern den öffentlichen Eindruck zu vermitteln, eigentlich brauchen wir sie nicht und wir sind viel klüger als der Vorstand der Fraport, meine Damen und Herren, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn dieses Land als Investitionsstandort für private Unternehmen in der Zukunft ausfällt, meine Damen und Herren. Das ist die Realität und das ist der Grund. Und Herr Kollege Boddenberg, Sie sind doch nun wirklich der Letzte, der hier an dieser Stelle etwas sagen sollte. Sie haben in der vergangenen Legislaturperiode an ganz anderer Stelle für Investitionen gekämpft und versuchen jetzt aus parteipolitischen Gründen sozusagen das Gegenteil hier zu argumentieren. Dass Ihnen das die Leute nicht abnehmen, kann ich verstehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und deshalb letzter Punkt. Ich finde es zu wenig, was die Regierung in dieser Frage hier gerade abgeliefert hat. Und, Herr Kollege Schäfer, es gibt gute Gründe, was die Zahlen angeht, über diese Frage ausführlich zu debattieren. Und gerne bringen wir es noch einmal, wenn es heute zu wenig war. Wir bringen das gerne noch einmal und diskutieren noch einmal darüber. Aber nur zu sagen, es ist alles in Ordnung, wenn nur noch sozusagen Saarland und Berlin als Stadtstaat hinter uns liegen, meine Damen und Herren und der Kollege Arnold, das ist weiß Gott für eine Regierungsfraktion wie die Union deutlich zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Setzpunkt der SPD sagt viel über Zustand und Strategie der Opposition in Hessen aus und wenig über die reale Lage in Hessen. Wir erleben in diesem Plenum den fünften Antrag in Folge der Sozialdemokratie, den fünften Antrag in Folge, wo auf dürren zwei Seiten dreistellige Millionenbeträge zusätzlich ausgegeben werden. Den fünften Antrag in Folge. Der erste Antrag war die SPD der Meinung, 2 Milliarden € mehr müssten für den Wohnungsbau ausgegeben werden. Dann hat sie beantragt, 1 Milliarde € mehr in den kommunalen Finanzausgleich zu geben. Dann hat sie beantragt, kostenfreie Kitas für 400 Millionen €. Dann hat sie höhere Besoldungserhöhung, 230 Millionen € beantragt. In fünf Plänen aufeinander hat die Sozialdemokratie 3,5 Milliarden € mehr ausgeben wollen, ohne irgendeinen Finanzierungsvorschlag, meine Damen und Herren. Ohne irgendeinen Finanzierungsvorschlag. 3,5 Milliarden € in einem halben Jahr mehr ausgeben zu wollen, ohne irgendeinen Vorschlag, ohne irgendeinen Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas Ruhe. Ohne irgendeine Konzeption. Das ist keine Strategie, das sind auch keine Alternativen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich darüber mich freuen soll oder ob ich mich ärgern soll, weil das Einzige, was Ihnen an Kritik einfällt zu dieser Landesregierung, ist, dass sie noch mehr Geld für ihre richtige Politik ausgeben soll. Das freut mich natürlich. Aber die eigentliche Aufgabe der Opposition wäre, programmatische, inhaltliche und konzeptionelle Alternativen zu liefern. Und hier gibt es rein gar nichts außer der Forderung.
Forderung nach immer noch mehr Geld. Immer noch mehr Geld. Programmatisch, inhaltlich völlige Fehlanzeige. Nach zweieinhalb Jahren ist nicht erkennbar, was würde die Opposition in diesem Land eigentlich anders machen, außer mehr Geld ausgeben. Und auf diese Trivialität, liebe Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie, können wir uns gerne verständigen. Mehr Geld würden wir auch gerne ausgeben. Aber man muss es erst einmal haben oder irgendeine Idee haben, wie man es finanzieren will, meine Damen und Herren. Und richtig ärgerlich wird es dann, wenn man noch nicht einmal wahrnimmt, was in diesem Land passiert und was es an reale Investitionen in diesem Land gibt. Wir haben die Sanierungsoffensive für den Straßenbau auf den Weg gebracht, 2016 bis 2022, mit 385 Millionen €. Das mögen Sie nicht wahrnehmen wollen. 385 Millionen €. Und dann schreiben Sie in Ihrem Antrag, es würde Personal abgebaut in den Straßenverkehrsämtern. Das genaue Gegenteil ist richtig. Es wurde in diesem Haushaltsjahr Personal aufgebaut. Selbst keine Idee, selbst keine Finanzierungsvorschläge und noch nicht einmal wahrnehmen, was real in diesem Land passiert, meine Damen und Herren. Wir geben 1 Milliarde aus in Hessen, allein in Hessen für den Wohnungsbau. 1 Milliarde. Da sagt die Sozialdemokratie, das ist nicht genug. Wenn Ihre Bundesbauministerin auf Bundesebene verkündet, dass sie für das gesamte Bundesgebiet, für 16 Bundesländer, 1 Milliarde für den Wohnungsbau ausgeben will, dann schreien Sie Hosianna. Wenn wir 1 Milliarde in einem Bundesland ausgeben, dann sagen Sie, es sei zu wenig. Es passt hinten und vorne nicht zusammen, meine Damen und Herren. Wir stellen 350 Millionen € für den Breitbandausbau zur Verfügung. Wir sind im bundesweiten Vergleich auf Platz 3 bei dem Breitbandausbau. Und das Einzige, was der Sozialdemokratie einfällt, weil es ja keine inhaltliche Kritik gibt, noch mehr Geld dafür auszugeben, nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, wir sind hier schon sehr gut, meine Damen und Herren. Und dann sagen Sie, es würde nicht genug investiert in diesem Land. Haben Sie mitbekommen, Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Haben Sie mitbekommen, dass es in der Konjunkturkrise ein Landesinvestitionsprogramm gab vor einigen Jahren, was es so in kaum einem anderen Bundesland gibt? Haben Sie mitbekommen, dass es ein kommunales Investitionsprogramm von 1 Milliarde € gibt, was es in keinem anderen Bundesland gibt? Keine Idee haben, aber immer schreien mehr Geld. Das mag für die Opposition reichen. Uns freut es, für die Regierung wird es noch lange nicht reichen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Wagner, weil Sie ja sagten, es sei jetzt nach 2 Jahren nicht erkennbar, was die Opposition wolle. Also ich finde ja, was nach 2 Jahren vor allem nicht mehr erkennbar ist, das sind die Grünen. Also wenn ich mir vorstelle, wie sie hier vor ein paar Jahren aufgetreten sind. Ja. Vielen Dank. Das war die Überleitung. Sie haben gerade wieder lang und breit ausgeführt, warum kein Geld da ist und warum man nicht da investieren kann, warum man nicht dort investieren kann, weil ja kein Geld da war. Und wir haben ja auch noch die Schuldenbremse. Ich will einfach einmal darauf hinweisen, dass Sie immer Geld finden, wenn Sie Geld finden wollen. Es ist eine Frage vom politischen Willen und nicht von, es ist kein Geld da.
Sie haben Ihre Vorgängerregierung, das tragen Sie ja jetzt mit, Sie haben in Kassel-Calden 280 Millionen € investiert für etwas, was nicht einmal jemand gebraucht hat. Und jetzt, und da hat niemand, und da hat, oder, ja, und, also das ist ja doch das Schlimme, das ist doch das Schlimme, wenn diese Regierung investiert, dann investiert sie ja nicht mal richtig, sondern auch an falscher Stelle. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Und wenn man 280 Millionen € in einem Flughafen versenkt, wo kein Mensch sagt, wir haben kein Geld, das können wir uns nicht leisten, wir haben die Schuldenbremse, keine Rede davon. Jedes Jahr versenken Sie Millionen von Euro in einen Flughafen, den kein Mensch braucht. Und da redet keiner von der Schuldenbremse und dass man das Geld anders einsetzen müsste. Oder reden wir über die 55 zusätzlichen Stellen beim Landesamt für Verfassungsschutz bei diesem Nulpenverein. Da werden 55 neue Stellen geschaffen, und an anderer Stelle wird dann erklärt, es ist kein Geld da für die Landesbeschäftigten. Dann wird bei der Lehrerzuweisung gekürzt, da wird bei den Landesbeschäftigten gekürzt. Aber für den Verfassungsschutz kann man 55 neue Stellen schaffen. Ich meine, obwohl die in den letzten Jahren so ziemlich alles dafür gemacht haben, um für ihre eigene Abschaffung zu werben, mal nebenbei. Aber dafür ist das Geld da. Und da sagt keiner, das können wir nicht finanzieren. So, Herr Arnold, weil Sie mich auch so freundlich angesprochen haben, wo war denn der Sparkommissar Arnold, als es darum ging, der Apps 25 Millionen € hinterherzuwerfen? Wo waren Sie denn da? Ich kann Ihnen sagen, wo Sie waren. Sie saßen im Apps-Aufsichtsrat. Sie saßen im Apps-Aufsichtsrat, und als es darum ging, 25 Millionen € für so eine Möchtegern-Elite-Uni auszugeben, dagegen hat kein Mensch gesagt, es ist kein Geld da, das können wir uns nicht leisten, sondern hat man ohne Probleme dieser Uni noch ein Parkhaus hingestellt. Also von daher will ich nur noch deutlich machen, wo ein politischer Wille ist, da ist auch ein Weg. Wenn Sie Geld finden wollen, dann finden Sie es. Es ist ja nicht so, dass Sie kein Geld ausgeben würden. Das, was Sie ausgeben, geben Sie falsch aus, und darüber hinaus müssen wir die Einnahmen erhöhen. Und das Problem, das wir haben, sind doch nicht die steigenden Ausgaben in den letzten Jahren, weil Sie von Haushaltskonsolidierung reden. Wo haben wir denn steigende öffentliche Ausgaben? Ja, Investitionsquote gesenkt, die Beschäftigungsquote im öffentlichen Dienst gesenkt. Das Problem ist eine Erosion der Einnahmen. Hätten wir heute eine Steuerpolitik, wie wir sie unter Helmut Kohl noch hatten, dann hätten wir heute über 1 Milliarde mehr im Landeshaushalt. Über 1 Milliarde mehr. Also, ich meine, dass da steuerpolitisch noch einiges besser gelaufen ist, als dann später entschieden wurde, sollte Ihnen auch zu danken geben. Wir hätten. Ach ja. Also, das, auf dem Niveau muss man nicht diskutieren. Kolleginnen und Kollegen, es ist zu laut. Bitte lassen Sie der Rednerin die Möglichkeit, hier weiterzureden. Also, als es 1998 gab es immerhin noch einen höheren Spitzensteuersatz, Herr Wagner, das wissen Sie auch. Es gab höhere Steuer auf Kapitalerträge. Sie nicken. Es gab es hätte die Möglichkeit gegeben, die Vermögenssteuer, die das Bundesverfassungsgericht ausgesetzt hat, die wieder zu erhöhen, alle die Möglichkeiten wieder einzuführen, verfassungsgemäß. Alle diese Möglichkeiten hätte es ja gegeben. Und Sie sagen jetzt, das muss jemand bezahlen, das muss jemand bezahlen. Das bezahlt immer irgendjemand. Wissen Sie? Weil wenn man die Kommunen unterfinanziert, wissen Sie, wer es am Ende bezahlt? Die Bürgerinnen und Bürger durch höhere Gebühren. Die Kosten, die ihr in dieser Gesellschaft anfallen, werden immer von irgendjemandem bezahlt, und wir müssen uns entscheiden, wer es sein soll. Und da sage ich allen Wohl und niemandem weh. Nein, wir sagen klipp und klar, wo wir das Geld herholen wollen. Wobei weh in dem Bereich ein ziemlich relativer Begriff ist, weil ich noch einmal darauf hinweisen will, dass die höchsten Vermögen in diesem Land jährlich um 8 bis 10 % steigen. Wenn wir die mit 1 % Vermögensteuer belasten würden, mit hohen Freibeträgen, würde das nicht dazu führen, dass Vermögen geringer würden. Es würde noch nicht einmal dazu führen, dass die hohen Vermögen nicht weiter wachsen würden. Sie würden nur langsamer wachsen. Und warum man nicht sagt, in einer so reichen Gesellschaft, wo die Zahl der Reichen immer höher wird, dass man hier nicht ansetzt an der Umverteilung, soll doch einmal das Land Hessen Initiativen im Bundesrat machen für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Dann wäre es ein bisschen glaubwürdiger, wie Sie hier argumentieren würden. Kollegin Wissler, sie ist zu Ende. Herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, als Nächstes spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollegin Wissler hat gerade eben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz als Nulpenverein bezeichnet. Ich weise das hier mit aller Schärfe zurück, Frau Kollegin. Ich sage Ihnen, diejenigen, auf die wir in diesen Tagen besonders angewiesen sind, hier in dieser Art und Weise im Hessischen Landtag zu verunglimpfen, ist unsäglich. Und das dürfen wir Ihnen nicht durchgehen lassen, und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, Frau Kollegin Wissler. Man kann schon einmal gelegentlich in einer Debatte sozusagen auch mal hart zupacken. Aber dass man eine solche Debatte dazu nutzt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Behörde in diesem Lande, die im Moment wirklich mit Mann und Maus dafür sorgt, dass wir bei den Herausforderungen in der inneren Sicherheit, ob das Rechtsextremismus ist, ob das Islamismus oder extremistischer Terrorismus ist. Meine Damen und Herren, wer in einer solchen Debatte eine solche Verunglimpfung macht, der macht sich wirklich an der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Frau Kollegin Wissler. Kolleginnen und Kollegen, bitte lassen Sie den Staatsminister zu Wort kommen. Nein, wir drehen die. Herr Kollege Schaus, wer in einer solchen Debatte hingeht und die Sicherheitsbehörden unseres Landes in einer derartigen Form verunglimpft, der weiß, der Sicherheitsbehörde in unserem Land in einer solchen Art und Weise verunglimpft, der hat überhaupt keine Ahnung, wie es um die Sicherheit in diesem Lande bestellt ist. Und das ist traurig. Zur Geschäftsordnung, Kollege Bellino. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, es wurde eben von der Kollegin Wiesler dazwischen gerufen, dass der Verfassungsschutz Neonazis finanzieren würde. Und der Kollege Schaus war der Meinung, es würde sich um eine Unsicherheitsbehörde halten. Ich bin der Meinung, dass beides unparlamentarisch ist. Ja, sicher. Finanziert Neonazis. Kollege Bellino, hier im Präsidium sind diese Zwischenrufe leider nicht angekommen. Ich kann nur nachfragen, ob die gefallen sind. Er gibt zu, dass er das gesagt hat. Können Sie noch einmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Gut, also, ja, also der Einwurf war wohl, dass der Verfassungsschutz Neonazis finanziert habe. Also mit den V-Leuten, die finanziert werden, kann man natürlich eine solche Verbindung herstellen, Herr Bellino, weil das in der Tat natürlich Leute aus der rechten Szene sind. Herr Bellino, bitte zur Geschäftsordnung. Ja, pass mal auf. Es ist doch nicht an. Ach. Es wird ja auch mal Zeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Zwischen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Zwischenrufe sind unsäglich. Sie sind eines parlamentarischen Hauses nicht würdig.
Wer sich wirklich in der Öffentlichkeit hinstellt und sagt, der Verfassungsschutz, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Sicherheit arbeiten, gerade in einer Zeit wie heute, wer sich hinstellt und die als Nulbenverein bezeichnet, wer sagt, der Verfassungsschutz würde Rechtsextremisten unterstützen, der gehört nicht in dieses Parlament. Aber es gehört, die Sitzung unterbrochen, und wir fordern das Zusammentreten des Ältestenausschusses. Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sollten zu dem ganz normalen Verfahren zurückkehren. Wenn eine Fraktion etwas thematisiert, dann wird das Protokoll ausgewertet. Dann erwarten wir die Bewertung der amtierenden Präsidentin oder des amtierenden Präsidenten. Und dann bitten wir auch zu prüfen, ob die Beleidigung einer Fraktion als erbärmlich genauso parlamentarisch ist. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier einen weiteren Zwischenruf zu vermerken, von dem ich gern wissen möchte, ob er stattgefunden hat. Herr Pentz, haben Sie zur Fraktion der Linken gerufen? Ihr habt sie nicht mehr alle und den Vogel gerufen gezeigt. Gut. Also in dem Fall, Herr Pentz, das ist unparlamentarisch und ich bitte Sie, das zu unterlassen. So, Kolleginnen und Kollegen, können wir in der Debatte fortfahren? Ich habe weitere Wortmeldungen von Herrn Boddenberg zur Debatte. Bellino will noch was sagen. Wer will noch? Bellino will was sagen. Kollege Bellino, Sie haben eine weitere Meldung zur Geschäftsordnung. Frage gestellt, und die bin ich bereit zu beantworten. Ich habe das Zusammentreten des Ältestenausschusses beantragt. Wir können gerne diesen Tagesordnungspunkt zu Ende führen. Aber dann wird der Ältestenausschuss tagen, wie es beantragt ist. In dem Tumult hier, Herr Bellino, ist Ihr Antrag nicht angekommen. Aber ich denke, nein, entschuldigen Sie bitte. Also ich habe auch eine Sitzung zur Leitung. Mein Schriftführer hat mir gerade Bescheid gesagt, dass das hier angekommen ist, aber nicht bei mir persönlich. Frage ist, führen wir die Debatte zu Ende oder tagen wir sofort? Was wird gewünscht? Frau Präsidentin, gerne zum dritten Mal, vielleicht langsam, damit es auch wirklich jeder versteht. Ich habe das Zusammentreten des Ältestenausschusses beantragt. Das mache ich jetzt zum dritten Mal. Ich bin bereit, das nach der Diskussion in diesem Tagesordnungspunkt zu machen. Da ist auch eine gewisse Chance für das Protokoll, dass man das vielleicht schon vorliegen hat. Wir können diesen Punkt aber auf jeden Fall hier beenden. Bevor wir in den nächsten Tagesordnungspunkt eintreten, tritt der Ältestenausschuss zusammen. Kollege Schaus zur Geschäftsordnung. Frau Präsidentin, um das ganz klar zu machen, da wir ja selbst betroffene Fraktion sind, beantrage ich, den Ältestenrat sofort einzuberufen. Gut, dann unterbrechen wir die Sitzung. Der Ältestenrat tagt in Raum 501a. Entschuldigung, der ist nicht frei. 115s sollen wir zusammenkommen. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen und hebe die Sitzungsunterbrechung auf. Der Ältestenrat hat getagt, und zwar einmal über einen Protokollauszug, in dem es um zwei Zwischenrufe von Frau Wissler und Herrn Schaus ging. Diese beiden Zwischenrufe habe ich auch nach der Diskussion im Ältestenrat nicht für rügenswert empfunden. Es waren politische Wertungen, die von den Abgeordneten in dieser Form gemacht wurden.
die nicht unparlamentarisch sind. Wir haben uns außerdem unterhalten noch über eine Äußerung, die Herrn Staatsminister Beuth veranlasst hat, noch einmal ins Rednerpult zu gehen. Diese war bei dem Präsidium in dieser Form nicht angekommen und wurde aber bestätigt, dass Frau Wissler in ihrer Rede den Hessischen Verfassungsschutz als Nulpenverein bezeichnet habe. Diese Äußerung habe ich ausdrücklich als unparlamentarisch angesehen. Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in der Debatte weiterfahren und weil ich jetzt auch abgelöst werde, möchte ich etwas nachholen, was wir heute Morgen versäumen mussten, nämlich die Glückwünsche noch einmal an Frau Faeser und die Überreichung des Blumenstraußes. Willst du? Ja. Willst du? Und der Frank Koch. Der Vizepräsident auch. Und jetzt ist. Bring mal Ruhe wieder rein hier. Ich weiß jetzt nur, ob du noch mehr zum Personal jetzt zu dem Vorsitzenden der SPD. Kann aber sein. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, wir fahren in der Debatte fort. Wort hat der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, ich weiß, dass ich 5 Minuten habe. Ich will nach dieser erregten Debatte aber trotzdem noch einmal festhalten, dass die Fakten, die wir in unserem Antrag dargelegt haben, von keinem der Vertreter der Regierung, weder dem Minister noch von den Vertretern von Grünen und CDU widerlegt worden ist. Wir haben festgestellt, dass es im Straßenbau einen jährlichen Verzehr von 170 Millionen € gibt, aber dass jährlich nur 90 Millionen € investiert wird. Wir haben festgestellt, dass der Bestand, also aus Versäumnissen der Vergangenheit, 67.000 Wohnungen in Hessen fehlen. Das ist von niemandem bestritten worden. Es ist auch von niemandem bestritten worden, dass wir einen jährlichen Bedarf im Wohnungsbau von 37.000 Wohnungen haben. Es ist von CDU und GRÜNEN nicht widersprochen worden. Wir haben festgestellt, dass die öffentlichen Investitionen in Hessen den drittletzten Platz hat. Herr Dr. Arnold, auch das haben Sie nicht bestritten. Das haben auch die GRÜNEN nicht bestritten. Hessen, drittletzter Platz bei den öffentlichen Investitionen. Meine Damen und Herren, Sie haben auch nicht bestritten, dass bei der Dorf- und Regionalentwicklung im vergangenen Jahr, Haushalt 2015, 40% der Haushaltsmittel nicht ausgegeben wurden. Oder bestreiten Sie das? Nein. Und Sie haben nicht bestritten, dass wir bei den kommunalen Investitionen nominal auf dem Stand von Mitte der 90er Jahre sind und quotal sogar nur noch die Hälfte der kommunalen Investitionen haben, die wir Mitte der 90er Jahre haben. Das kann ich sozusagen nach der erregten Debatte erst einmal als Bestand feststellen. Jetzt kann man eins sagen, kann sagen, wir haben nicht mehr Geld. Übrigens, also ein Streit gibt es, das ist die Frage. Das ist der einzige, wo ich Streit verstanden habe, wie es zu bewerten, die Frage der Breitbandversorgung in Hessen und im ländlichen Bereich. Das ist der einzige Punkt, wo Grüne und CDU sozusagen gesagt haben, das sieht anders aus, als wir es dargestellt haben. Da erinnere ich nur einmal an Äußerungen Ihres Vorgängers, von Dr. Schäfer, der gesagt hat, als wir mit dem Haushaltsantrag mehr Mittel für Breitband gefordert haben, Minister damals Weimar gesagt hat, das sei nicht Sache des Landes, das sei Sache der Telekommunikationsfirmen, meine Damen und Herren. Das sozusagen war der Bewusstseinsstand der CDU noch vor wenigen Jahren in Hessen. So, was soll ich dazu sagen? So, jetzt kann man sagen, der Bestand, den Sie nicht bestreiten, den nehmen wir hin. Das ist halt so. Und wir sagen, diesen Bestand nehmen wir eben nicht hin, weil er die Zukunft Hessens verspielt. Und dann können Sie, damit kann ich dem sagen, wie finanziert ihr das? Aber Herr Wagner, zu sagen und eine Rechnung vorzunehmen, das ist ja Ihre Redekarte, irgendwie Seite 4. Und von 2 Milliarden €, die wir gefordert haben im Wohnungsbau,
und gleichzeitig zu sagen, man selbst würde 1 Milliarde € bereitstellen. Wenn man also nur 50% auseinander. Nur die 1 Milliarde, von der Sie gesprochen haben, die würden wir gerne einmal sehen. Sie ist nämlich im Haushalt nicht abgebildet. Und da kommunale Mittel reinzurechnen, wo Sie möglicherweise Zinshilfen geben, aber die Kommunen am Ende Zins- und Tilgung zahlen, meine Damen und Herren, das halte ich nicht für so solide. Wir sind mal sehr gespannt, was die Ministerin in kommender Zeit darstellt, um ihre Milliarde zu belegen, meine Damen und Herren. Und unsere Forderung soll zu tun. 2 Milliarden € würden wir in einem Jahr fordern, und auch ungehebelt. Wir haben doch bewiesen mit unserem Haushaltsantrag 50 Millionen € für die nassische Heimstätte, dass man sozusagen da auch Hebeleffekte hat, dass man mit 50 Millionen € natürlich auch viel, viel wiederum bewegen kann. Und deswegen, also das, Kollege Wagner, das ist eine Milchmädchenrechnung, in Ihrem Fall eine Milchbubi-Rechnung, die Sie hier vorgenommen haben. Sie müssen, das ist so zu tun, als sei das auf ein Jahr, es ist eben nicht auf ein Jahr, sondern das ist ein länger angelegtes Programm, meine Damen und Herren. Deswegen komme ich noch einmal zur Finanzierung. Ich bin sehr erfreut, dass das Land Hessen im Bundesrat bei der Erbschaftssteuer den Vermittlungsausschuss angerufen hat. Ich hoffe ja sehr, Herr Wagner, ich hoffe ja sehr, dass das Land Hessen den Vermittlungsausschuss im Bundesrat bei der Erbschaftssteuer auch mit dem Ziel angerufen hat, für Steuermehreinnahmen an dieser Stelle für das Land Hessen. Das ist nämlich eine Landesaussteuer. Also Sie haben angerufen, Herr Wagner, im Bundesrat, um mehr Mittel für das Land Hessen zu erzielen bei der Erbschaftssteuer. Ist das Ihre Aussage, Herr Wagner? Ist es Ihre Aussage, dass das Land Hessen den Vermittlungsausschuss angerufen hat, um für mehr Geld bei der Erbschaftssteuer im Land Hessen zu sorgen oder nicht? Das möchte ich jetzt einmal wissen. Haben Sie angerufen, damit es mehr Mittel für das Land Hessen gibt bei der Erbschaftssteuer oder nicht? Warum haben Sie im Vermittlungsausschuss angerufen, meine Damen? Ich kann es Ihnen sagen. Da wird es nämlich spannend. Der Minister hat in seinem Vortrag dargestellt, ja, man ruft den Vermittlungsausschuss an. Herr Kollege Schmidt, Sie müssen es aber jetzt schnell sagen, wegen der Rede. Herr Kollege Schmidt, sei so lieb. Das ist die Frage der Einnahmeverantwortung. Rufen Sie den Vermittlungsausschuss an, damit es auch an dieser Stelle mehr Geld für das Land Hessen gibt. Da haben Sie einen Finanzierungsvorschlag. Werden Sie den endlich einmal gerecht. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich zurückgezogen, Herr Schmidt, aber ich hatte auch angekündigt, dass für den Fall, dass ich der Meinung bin, dass Sie nicht alles, was Sie hier vortragen, richtig ist, das noch einmal ein wenig gerade stelle. Ich habe eigentlich nur zwei oder drei Punkte. Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Am besten beschäftigt man sich ja nicht mit Momentaufnahmen. Ich kopiere es Ihnen, lieber Herr Kollege Wagner, nachher und anderen gerne auch. Am besten beschäftigt man sich ja nicht mit Stichproben und mit Einzeljahren, sondern mal mit längeren Zeitreihen. Und am besten beschäftigt man sich, wenn man über Landesinvestitionen und Kommunalinvestitionen auseinandersetzt, mit den konsolidierten Zahlen, Herr Schmidt, wenn das für Sie in Ordnung ist. Weil Sie haben ja auch beides zueinander in der Debatte thematisiert. Und diese Grafik zeigt sehr deutlich, wie sich die Investitionen in Hessen, Land und Kommunen im Vergleich zu den westdeutschen Flächenländern, und ich glaube, das ist der kluge Vergleichsmaßstab, wenn wir die ostdeutschen Länder dort mit reinnehmen, haben wir wahrscheinlich deutlich geringere Zahlen auf deren Seite. Das heißt, wir messen uns und vergleichen uns mit den westdeutschen Flächenländern. Und wenn Sie sich diese Zeitreihe von 2000 bis 2014, das sind die letzten verfügbaren Daten, auseinandersetzen, werden Sie feststellen, dass wir in Hessen bei 97,4% sind. Das heißt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir streiten eigentlich heute Morgen über 2,5% zu 100, die sich Hessen von anderen westdeutschen Ländern unterscheidet. Der Finanzminister hat, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass unser Investitionsbegriff politisch jedenfalls weiter gefasst ist, indem wir beispielsweise sagen, das Klügste, was wir an Investitionen vornehmen können, ist in die Köpfe der jungen Menschen. Ich glaube, es ist ausnahmslos und ausschließlich in der Debatte aller Parteien so,
dass Sie anerkennen müssen, dass wir hier Spitzenwerte, häufig erste, zweite, dritte Plätze unter den Ländern belegen, wenn es um die Zuwächse im Bildungs- und im Hochschulbereich geht. Ich will einen zweiten Punkt auch noch einmal sagen, weil Kollege Rentsch immer von den Steuereinnahmen spricht. Lieber Herr Kollege Rentsch, wir haben ja auch einmal zusammen regiert. Auch wir haben Jahre gehabt, wo wir bessere Steuereinnahmen und wiederum weniger gute Steuereinnahmen hatten. Am Ende lohnt sich aber auch hier einmal ein Vergleich, den ich finde, der notwendig ist, um zu schauen, wie arbeitet haushaltspolitisch die von der CDU geführte Landesregierung, natürlich auch in dieser Legislaturperiode. Wir haben da so etwas, das heißt Länderfinanzausgleich, Herr Schmidt. Ich habe mir immer wieder einmal die Zahlen angeschaut, wie war denn das, als Sie noch Verantwortung getragen haben. Nur im Verhältnis zwischen Neuverschuldung und Einzahlungen in den Länderfinanzausgleich, 1991 bis 1999, nahezu deckungsgleich. Wenn Sie sich dann jetzt einmal die letzten 12, 13 Jahre unserer Regierungsverantwortung anschauen, werden Sie feststellen, dass das Land Hessen 15 Milliarden € mehr in den Länderfinanzausgleich eingezahlt hat, als dafür neue Schulden aufgenommen haben. Meine Damen und Herren, das gehört doch zur Redlichkeit der Debatte dazu. Das sage ich in erster Linie in Richtung Kollegen Rentsch, der immer so tut, als würden die sprudelnden Steuereinnahmen am Ende des Tages ein Problem grundsätzlich lösen. Nein, vieles zahlen wir halt in diesen Ausgleich, um anderen Ländern zu helfen. Und ein letzter Punkt, Herr Schäfer-Gümbel ist jetzt weg. Sie müssen es schon von den Sozialdemokraten ertragen, dass Kollege Wagner, Kollege Kaufmann, meine Wenigkeit und Arnold und andere immer wieder ihre Ausgabenliste vorziehen. Und da reden wir über 3,5 Milliarden €. Ich könnte das alles noch einmal vortragen, hat der Kollege Kaufmann und der Kollege Wagner ausführlich beschrieben. Das wird immer wieder kommen. Und ich frage Sie, ob Sie Modelle haben auf der Einnahmenseite, die 3,5 Milliarden € Deckung bringen. Wenn Sie das nicht haben, wovon ich ausgehe, weil Sie beispielsweise bei der Vermögensteuer, wie wir wissen, dass Herr Eichel als Bundesfinanzminister und seinerzeit Bundeskanzler Schröder diese Steuern nicht eingeführt haben, weil sie in der Administration fast genauso viel kostet, wie sie an Einnahmen generiert, mal unabhängig der grundsätzlichen ideologischen Debatte, dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sagen, die haben damals falsch gelegen und wir machen das viel besser, wir haben eine ganz kluge Idee. Wenn Sie das nicht können, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie bei den Debatten, die wir in den nächsten zweieinhalb Jahren führen werden, zu jedem einzelnen dieser Punkte sagen werden, ob Sie bei dieser Forderung bleiben. Wenn Sie das tun, summieren wir 3,5 Milliarden € Mehrausgaben. Wir reißen damit das Ziel, den Abbaupfad zur Schuldenbremse zu kommen. Und dann werde ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie noch mit im Boot sind, wenn es um die Konsolidierung dieses hessischen Landeshaushalts geht, zur Wahrung der Zukunftsgestaltung unserer Kinder. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Es wird vorgeschlagen, den Antrag der SPD zu überweisen, den Haushaltsausschuss und in den WVA. Das wird so einmütig gesehen. Dann wird dies so gemacht. Dann haben wir hier eingegangen, ich weiß, ob das schon verkündet worden ist, an Ihren Plätzen verteilt, dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsplätze der K&S-Werke sichern, Drucksache 19/3600. Dringlichkeit wird allseits bejaht. Dann ist dies der Punkt 51. Redezeit beträgt 5 Minuten je Fraktion.